So, kommen wir zu Andreas. Andreas Hermann von ArtiMinds mit seinem Vortrag Software Defined Automation, Technologietransfer von der Forschung in die industrielle Roboterprogrammierung. Andreas, schön, dass du dabei bist. Ich bin immer wieder beeindruckt von deinem Setup, muss ich zugeben, sage ich dir gleich vorweg. Erneut diesmal wieder. Ich entschuldige mich für die minimale Verspätung. Das lag an den vielen Fragen, die wir gerade an Jan gestellt haben. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich übergebe das Mikro an dich. Stage is yours. Andreas, viel Spaß. Ja, dann hallo in die virtuelle Runde. Danke nochmal für die zweite Einladung hier zu den Robotic Stars. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und ja, das Setup ist kein großes Meisterwerk hier. Wir haben das so schon vorbereitet in unserem Schulungszentrum. Da muss ich mich nur reinstellen und kann auch direkt loslegen. Ja, ich hoffe, ich teile den richtigen Bildschirm. Musste mal kurz hier gucken in meine Übersicht, ob ich dann wirklich das Richtige teile. Ja, Ja, ist aktuell nämlich hast du, genau glaube die ich, noch falsche. einen, ja, genau, aktuell hast du noch einen falschen Schirm geteilt. Richtig. So, ich bin kein Power-User hier von GoToWebinar. Versuchen wir das nochmal. Das sieht gut aus. Ja, wunderbar. Gut, ja, wir haben es ja gerade eben schon gehört. Die Einsparungskosten in der Robotik liegen gar nicht so unbedingt in der Hardware, sondern eher in der Software. Und das passt ja auch genau zu meinem Titel Software Defined Automation. Wir sehen das genauso. Fast noch wichtiger als die Hardware ist die passende Software und die Programmierung meiner Automatisierungsanwendung. Und das hatte ich ja schon in meinem letzten Vortrag so vorgestellt, wo ich die drei Stufen oder Lebensabschnitte eines Automatisierungsprojektes vorgestellt habe. Heute soll es ein bisschen in eine andere Richtung gehen und ein bisschen mehr Background dazu liefern, nämlich zum Technologietransfer, wo denn unsere Software so herkommt und wie die Hintergründe da sind. Ich muss hier immer noch diese 20 Fenster anordnen. Sekunde. Genau. Ich gehe mal nicht davon aus, dass letztes Mal oder dass alle Hörer von heute auch letztes Mal dabei waren. Deswegen erlaubt mir noch mal kurz hier einen kurzen Background zur Firma vorzustellen. Also ich komme von ArtiMinds Robotics, ein Deep Tech Softwareunternehmen in Karlsruhe hier im Technologiepark. Wir haben uns darauf spezialisiert, Software zu schreiben für die Programmierung von Robotern und sind da seit 2015 am Markt. Die Firma Ursprünge liegen noch wesentlich weiter zurück, nämlich von 2003 bis 2013 haben unsere Gründer da am KIT, am Karlsruher Institut für Technologie, schon in die Richtung geforscht und haben dort ihre Doktorarbeiten geschrieben zum Thema und sind dann auf die Idee gekommen, das Ganze eben auch industriell anwendbar zu machen. Deswegen wurde ab 2013 dann an der kommerziellen Software entwickelt und ab 2015 war dann die Robot Programming Suite, das erste Softwareprodukt auf dem Markt verfügbar. Ja, die Firma hat zahlreiche Preise einstreichen können für die Businesspläne und für die Innovationskraft hier in der Firma. Und seit dort ging es auch tatsächlich rapide bergauf. Wir haben uns strukturell erweitert, wir haben uns personell erweitert. Jetzt gerade vor einiger Zeit kam noch dazu ein großer Shopfloor mit über 10 verschiedenen Robotern von verschiedenen Herstellern, wo wir unsere Projekte umsetzen können. Es kam dazu unser firmeninternes Innovation Lab, wo wir genau eben diesen Innovationstransfer, Technologietransfer durchführen in der Firma. Ja, so viel zur Firmenhistorie. Hier nochmal das Bild aus dem letzten Vortrag, eben die drei Schritte bei der Automatisierung. Also es beginnt eigentlich immer mit der Planung und Programmierung von so einem Prozess. Dann geht es zur Inbetriebnahme und dann natürlich zur Analyse und Optimierung, wenn das Robotersystem mal am Laufen ist. Und ArtiMinds unterstützt alle diese drei Phasen mit entsprechenden Softwareprodukten, aber natürlich auch durch die Expertise. Wir haben eine eigene Abteilung, nennt sich Automation Engineering. Da gibt es einen ganzen Stab an Experten, Roboterexperten, Automatisierungsexperten, die unsere Kunden und Partner hier möglichst gut unterstützen und anleiten, mit unserer Software da erfolgreich ihre Projekte umzusetzen. Ja, und wenn wir jetzt auf diese drei Stufen mal gucken, wir haben die Planung und Programmierung, die findet mit der Robot Programming Suite statt. Dann geht es in die Inbetriebnahme. Da wechselt dann so langsam die Anwendung von der RPS zur LAR, die Learning and Analytics for Robots. Das ist unser zweites großes Produkt. Das ist ein Datenbanksystem zur Big Data Analyse. Und das ist dann auch ganz, ganz wichtig, wenn der Roboter mal am Laufen ist und man den Betrieb analysieren und optimieren möchte. Ja, das also in Kürze zu unseren Softwareprodukten. ArtiMinds hat sich inzwischen einen guten Namen gemacht. Wir sind weltweit unterwegs in über 20 Ländern mit Kunden und Distributoren.
Wir arbeiten mit Kunden aus allen Bereichen der Industrie zusammen, also von Automotive über Biotechnologie, Möbelbau, ja, es ist quasi nichts, was noch nicht dabei war. Und wir arbeiten auch mit Firmen in allen Größen, also vom Mittelständler bis zum internationalen Großkonzern. Wir helfen gerne allen mit ihren kniffligen Automatisierungsprojekten. Das unterscheidet uns auch so ein bisschen von dem, was wir gerade eben im Cobot-Sektor gehört haben, wo es um ich sag mal, Brot- und Butteraufgaben geht. Wir kommen meistens zum Einsatz, wenn es um die kniffligen Dinge geht, wo viele Leute schon die Stirn runzeln, ob das überhaupt denn automatisierbar wäre. Da springen wir dann gerne drauf und ja, beweisen das Gegenteil, dass es doch sehr gut mit Robotern automatisierbar ist. Und da liegt eben auch der Schwerpunkt von Artiminds, die adaptiven Roboterprogramme. Das heißt, wann immer der Roboter nicht nur stupide die gleiche Aufgabe ausführen muss, sondern sich auch in einem gewissen Maß an seine Umgebung anpassen muss, dann ist unsere Software eben sehr hilfreich. Ich habe auch den Vortrag heute wieder in drei Teile gegliedert. Es geht, wie gesagt, um den Technologietransfer und diesmal so ein bisschen im ersten Teil als Rückblick, dann die Gegenwart und dann der Ausblick. Den Rückblick möchte ich mit der RPS, der Road Programming Suite, machen, die aktuelle Situation oder Entwicklung an der LAR darstellen und dann die Zukunft, so unser InnoLab mal vorstellen mit unserer KI-Roadmap in der Firma. Also, los soll's gehen mit der Robot Programming Suite. Manche nennen es auch unser Schweizer Taschenmesser der Robotik. Das ist ein Softwareprodukt, mit dem Sie sowohl Ihr Automatisierungsprojekt planen als auch umsetzen können. Es ist ein grafisches Werkzeug, da können Sie Roboter drin simulieren und eben auch programmieren, und zwar visuell programmieren. Also auch bei uns muss niemand Roboter-Code per Hand schreiben, sondern das macht die Software eben für einen. Es ist auch sehr, sehr innovativ, wie wir es gerade eben auch schon bei Omron gesehen haben. Es ist mit, naja, nicht Icons, bei uns heißen sie Templates basiert, aber auch die sind sehr selbsterklärend und man kann also ohne tiefgreifende Robotikerkenntnisse da schon sehr komplexe Projekte umsetzen mit der Software. Ich habe alles schon erwähnt, was hier auf der Seite steht. Wie gesagt, Steckenpferd sind die adaptiven Prozesse, wo dann noch entweder Kraftmomentensensoren oder Kameras eingesetzt werden. Und der große Vorteil bei der Nutzung durch die RPS entsteht durch die Geschwindigkeit, mit der Sie Applikationen umsetzen und programmieren können. Deswegen erlaubt es die RPS auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen an ein Problem vielleicht mal zu evaluieren. Also das, was man sich dann bei der textuellen Programmierung doch eher verkneift, weil es so langwierig ist, das ist mit der RPS dann problemlos möglich, dass man einfach mal versucht, aus verschiedenen Richtungen das Problem anzugehen und da mal evaluiert, was am schnellsten geht, weil die Software für einen programmiert und man da eben dann viel Zeit sparen kann. So, aber es geht ja um Technologietransfer. Deswegen habe ich mal eine Folie mitgebracht aus dem europäischen Forschungsprojekt DeckSmart. Das zeigt so ein bisschen das Ende des Forschungsteiles von Artiminds. Das Projekt lief von 2008 bis 2012. Wir sehen hier ein Zweiarm-Robotersystem, was gelernt hat, vom Menschen ein Getränk einzuschenken. Der Roboter hat gelernt, dass er dafür zuerst die Kappe von der Flasche entfernen muss, dann vielleicht seinen Tisch noch entwischen, ein bisschen umarrangieren muss und das alles durch einfaches Vormachen durch den Menschen. Und das ist genau das, woran unsere Firmengründer geforscht haben. Also das Robotikinstitut am KIT hatte ein Spezialgebiet, das war eben das Programmieren durch Vormachen. Und was die Firmengründer da verfolgt haben, ist dieses constraint-basierte Programmieren. Das heißt, der Roboter oder irgendein Kamerasystem beobachtet den Menschen und versucht, die Ausführung zu abstrahieren und durch sogenannte Constraints, also künstliche Einschränkungen, zu beschreiben. Ein Constraint in diesem Beispiel ist jetzt, wenn der Roboter was einschenken möchte, dann ist es schon sehr sinnvoll, wenn sich der Flaschenhals oberhalb des Glases befindet. Das ist so eine geometrische Einschränkung. Also es ist egal, ob die Flasche von rechts, von links, wie eingeschenkt wird, solange der Flaschenhals oberhalb vom Glas ist, ist alles gut. Und das ist so ein plakatives Beispiel für so ein Constraint. Wenn das System es dann geschafft hat, diese Constraints zu definieren und zu finden, dann lassen die sich auch auf neue Szenarien übertragen und damit dann auch auf neue Zielhardware, also auf ganz andere kinematische Eigenschaften von anderen Robotersystemen. Weil ja auch nicht jeder Roboter tatsächlich zwei Arme hat wie der Mensch mit so vielen Freiheitsgraden, ist das ein sehr wichtiger Schritt. Und wenn man diese Übertragung dann geschafft hat, dann lassen sich auf diesen Constraints Bewegungen planen. Und wenn die wiederum geplant sind und kollisionsfrei sind, dann lassen sie sich in Bewegungsbefehle für die Zielhardware übersetzen. Und das ist so die Technologie, die auch tatsächlich in der RPS drinsteckt. Wir sehen jetzt nochmal einen zweiten Teil von diesem Video, wie der Mensch eben Dinge vormacht hier und was der Roboter daraus gelernt hat.
Und was unsere Gründer da entschieden haben, ist aber den ersten Schritt dieser Verarbeitungskette wegzulassen für das Produkt. Also das Beobachten des Menschen, was man wahrscheinlich auch in der Industrie, was gar nicht so relevant gewesen wäre für die Industrie, das hat man rausgekürzt, weil das auch sehr komplex und fehleranfällig war. Und die RPS setzt jetzt eben darauf auf, dass man die Constraints und die Parameter der Constraints grafisch in der Software definiert als Programmierer. Das heißt, erster Teil wurde gestrichen, zweiter Teil ist aber quasi gleich geblieben. Die Constraints werden definiert durch den User, es wird darauf Bewegungsplanung ausgeführt und am Ende wird das Ganze dann durch den Compiler in die Sprache des Zielroboters übersetzt. Genau, das ist also der Hintergrund zu der Artiminds RPS. Jetzt gucken wir uns mal noch ein Produktvideo an, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Wir sehen hier schon ganz viele unterschiedliche Roboter in unterschiedlichen Farben von unterschiedlichen Herstellern, die da programmiert werden können mit dem System. Und ja, es basiert eigentlich immer auf dem gleichen Prinzip. Wir suchen uns zunächst die Zielhardware aus. Welcher Roboter, welcher Kraftmomentensensor, Greifer, Vision-System. Da gibt es eine große Liste, eine große Bibliothek aus unterstützter Hardware. Wir unterstützen eigentlich alle namhaften Roboterhersteller und Zulieferer für Vision- und Force-Systeme. Und dann geht's los, dass ich mir meine Umwelt zusammenstelle hier, CAD-Modelle reinlade in meine Visualisierung, in meine Simulation. Da ist auch gleich schon eine Erreichbarkeitsanalyse mit dabei. Ich kann also gucken, wie der Roboter in seinem Arbeitsraum Dinge noch erreichen kann. Kann dann da also virtuell meine Umgebung zusammenstellen. Ich kann da auch schon Kollisionen feststellen und kann dann mit der eigentlichen Programmierung starten. Und das passiert, wie gesagt, mit diesen Templates. Wir haben da eine Liste mit über 60 Templates. Und das sind so einzelne Bewegungs- und andere Module, aus denen ich dann mein Roboterprogramm zusammensetzen kann. Gibt es eine kleine Beschreibung dazu, ein kleines übersichtliches Video, was mir zeigt, was dieses Template für mich erledigen kann. Und dann setze ich daraus meinen Roboterablauf zusammen. Das ziehe ich nach oben in diese freie Fläche rein. Und so läuft also die erste initiale Programmierung in der Artiminds RPS. Habe ich das Ganze gemacht? Ich springe mal ein bisschen vor im Video. Geht es dann darum, diese einzelnen Templates zu parametrisieren. Dafür haben wir dann Wizard-Systeme, wo dann die entsprechenden Parameter abgefragt werden. Und hier kann ich jetzt unterscheiden, ob ich das mit dem virtuellen Roboter vormachen möchte oder mit dem realen Roboter. Es gibt in der RPS einen Knopf, da kann ich einfach vom Offline in den Online-Modus wechseln und kann dann die nötigen Informationen auch direkt von meinem realen Roboter einlernen. Das ist das, was man jetzt hier gleich sieht. Es geht darum, so eine stochernde Suche zu definieren. Da sucht der Roboter also nach einem Loch oder nach einer Fügeposition und die dafür notwendigen Positionen werden jetzt vom echten Roboter übernommen. Also man sieht hier den Programmierer mit dem Roboter Control Panel, der stellt die gewünschte Position ein und kann das dann direkt in die Software übernehmen. So, hat man das getan? Kann man das Ganze auch simulieren, seine Trajektorien mal anschauen, wie sich der Roboter denn verhalten würde. Sieht man hier, visualisiert den TCP über die Zeit, man sieht die Fügebewegung. Und man an dieser Stelle kann man jetzt dann beginnen, sein Roboterprogramm eben zu optimieren, vielleicht andere Ansätze auszuprobieren. Und im Hintergrund erstellt der Compiler für einen dann auch schon den eigentlichen Robotercode. Das ist das, was man hier sieht in der Roboterprogrammiersprache von FANUC. Wird hier Karel-Code erzeugt. Und den kann ich einfach per Netzwerk an meinen Roboter schicken und dort zur Ausführung bringen. Und ich denke, es ist nachvollziehbar, damit kann man sehr schnell sehr unterschiedliche Dinge realisieren und auch mal unterschiedliche Herangehensweisen ausprobieren, weil man sich eben nicht um die ganzen regelungstechnischen Grundlagen kümmern muss und eben auch explizit nicht um die Programmiersprache und die Eigenschaften oder Eigenheiten von meinem Zielrobotersystem. Wir haben natürlich auch Bausteine, mit denen dann eine Ansteuerung über eine SPS möglich ist, aber da springen wir mal drüber. Jetzt sehen wir, wie der Roboter hier einen Schrittmotor fügt in so eine Aufnahme, dann mit einer Spiralsuchbewegung dann noch ein Ritzel draufsetzt. Ja, wenn man dann allerdings mal feststellt, dass der Roboter doch nicht die beste Wahl war und man lieber mit einem Roboter von einem anderen Hersteller arbeiten möchte oder aus welchen Gründen auch immer seine Hardware wechseln muss, zu langsam, zu schwach, wie auch immer, zu ungenau, dann ist das mit der RPS auch kein Problem. Und jetzt kommen wir wieder zurück an den Anfang mit der Constraint-basierten Programmierung. Dadurch, dass ich mein Roboterprogramm eben nicht in der Programmiersprache geschrieben habe, sondern durch abstrakte Constraints in diesen Templates definiert habe, ist es für die Software einfach möglich, daraus dann Code für einen anderen Roboter zu erstellen.
Das ist das, was wir hier sehen. Gleiche Applikation, gleiches Verhalten vom Roboter, allerdings auf einem ganz anderen Roboter mit einer ganz anderen Programmiersprache und das einfach durch 5 Klicks in der RPS dann eben Code erzeugt für den KUKA und nicht mehr für den FANUC. Und wie gesagt, da unterstützen wir eigentlich alle namhaften, relevanten Roboterhersteller. Ja, das war so, wie gesagt, der Blick in die Vergangenheit. Die RPS, die jetzt schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist, soll natürlich nicht heißen, dass die Entwicklung an der RPS abgeschlossen ist. Natürlich schreiten wir auch da immer voran. Gerade jetzt, die nächsten Tage, kommt eine neue Version raus, die sich auf die punkteorientierte Programmierung spezialisiert und da noch viele Verbesserungen mit sich bringt, dass man also geometrisch vorgehen kann bei der Programmierung. Ja, so viel also zur RPS. Kommen wir jetzt zur LAR. Wenn ich meinen richtigen Bildschirm finde. Das habe ich jetzt in der heutigen Zeit angeordnet. Die LAR ist zwar auch schon auf dem Markt, ist aber noch ein recht junges Produkt, wo noch viel Entwicklung stattfindet. Und dann schauen wir jetzt mal hier rein. Die LAR, Learning and Analytics for Robots. Da geht es darum, Laufzeitdaten vom Roboter aufzunehmen, Big Data-mäßig Analysen auf diesen Daten zu fahren und damit dann Optimierungen zu ermöglichen und Anomalieerkennung durchzuführen. Und auch die LAR stammt aus einem Forschungsprojekt, dazu gleich mehr. Ich habe noch einen Punkt vergessen. Was die LAR auch ermöglicht, ist den Vergleich von Daten, die über die Zeit angefallen sind. Also auch wenn ich an meinem Roboterprogramm etwas verändert habe, kann ich dann wunderbar mit der LAR unterschiedliche Stände gegenüberstellen und schauen, ob ich vielleicht an Stelle A im Roboterprogramm was verbessert habe, aber damit an Stelle B was verschlimmbessert habe. So kann ich da also schöne Analysen fahren, auch über längerfristige Zeiträume. Kann gucken, ob sich mein Roboter vielleicht in der kalten Jahreszeit anders verhält als in der warmen Jahreszeit oder ob sich Zuliefererteile in ihrer Spezifikation ein bisschen geändert haben. So, Stichwort Technologietransfer. Wie gesagt, auch die LAR ist aus einem Forschungsprojekt quasi hervorgegangen. Das war das vom Bundesministerium für Forschung geförderte MonROB-Projekt. Da hat man sich zum Ziel gestellt, Monitoring für Roboter zu ermöglichen, damit man da zur sicheren Manipulation und zur Prozessüberwachung kommt und eben dann auch die Stichworte gerade schon genannt, Anomaliedetektion für die Verbesserung der Robustheit und Effizienz von Robotern. Im Hintergrund sieht man, wie sich ein Roboter ohne Vision-System sich an einer Europalette antastet, um da sein Päckchen möglichst passgenau abzulegen. Und wenn man solche Applikationen optimieren möchte, dann ist es eben wichtig, dass man möglichst aussagekräftige Laufzeitdaten vom Roboter hat. So, schauen wir da nochmal ein anderes Beispiel an. Hier sehen wir einen Denso-Roboter, der elektronische Bauteile auf eine Platine setzt. Geht recht flott hier, nichtsdestotrotz ist jede einzelne Bewegung kraftüberlagert. Das heißt, sollte der Roboter mal nicht auf Anhieb seine Position treffen und dieses Bauteil da optimal fügen können, dann beginnt er mit einer kraftbasierten Suche, um das Bauteil trotzdem fügen zu können. Und das tut er, um die Herausforderung von Varianz und Toleranz eben in den Griff zu bekommen. Wir haben es vielleicht mit Platinen von unterschiedlichen Herstellern zu tun. Wir haben es vielleicht mit einer nicht optimalen Positionierung der Platine zu tun. Und wir haben es mit einer Vielzahl von Bauteilen zu tun, die alle vielleicht leichte Abweichungen haben. Vielleicht sind die Füßchen von meinen Bauteilen ein bisschen verbogen. Trotzdem soll der Roboter die robust stecken können. Und das womöglich ohne große Abstriche in der Taktzeit. Und dann sind wir eben am Anwendungsbereich von der LAR. Wir schauen hier nochmal in die Details rein. Die Fügebewegungen, die hier stattfinden und die Optimierung, das sind Optimierungen im Submillimeter, Zehntel, Hundertstel Millimeter Bereich. Und da komme ich als Mensch natürlich mit meinen Augen so nicht mehr weit, um das wirklich zu beurteilen zu können, vor allem wenn es dann auch noch schnell abläuft. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich da im Detail in die Daten vom Roboter reingucken kann, in die auftretenden Kräfte, Momente, aber auch in die Positionierung. Und das ist genau das, wo mir die LAR hilft. Wir sehen jetzt hier gleich auch nochmal so eine Pix-Suche, also wenn das Bauteil nicht so robust ist, dann führt der Roboter da so eine Stocherbewegung durch, um die Beinchen nicht noch weiter zu verbiegen von diesem Bauteil. Und da ist es natürlich jetzt wirklich relevant, ob ich ein Zehntel Millimeter weiter rechts oder links anfange, weil der Roboter dann entsprechend mehr oder weniger suchen muss und mehr oder weniger Taktzeit dafür verbrät. Jetzt zum Forschungsteil davon. Wer auch immer schon mal größere Daten versucht hat zu analysieren, der weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass diese Daten schon korrekt segmentiert sind und am besten auch schon korrekt annotiert sind. Und das ist das, was man sich im MonROB-Projekt zunutze gemacht hat. Wir haben, wenn wir mit der RPS programmieren und diese Template-Struktur hier schon haben, haben wir die Möglichkeit,
sehr einfache Marker noch in den Datenfluss vom Roboter einzubauen. Das heißt, wann immer so ein Template beginnt oder endet, kann ich einfach an der Datenbank auch Bescheid sagen, jetzt geht der nächste Prozessschritt los und damit bekomme ich sozusagen frei Haus annotierte Daten schon geliefert vom Roboter. Gucken hier nochmal im Detail rein. Wir sehen hier die Antastbewegung vom Roboter und dazu passend die Kraftverläufe in der LAR. Gleiches für die Spiralsuche, die wir gerade im Video schon gesehen haben. Auch dazu die Positionsdaten in der LAR. Man sieht schön diese Spirale. Und dann die eigentliche Fügebewegung wieder zusammen mit den Kraftverläufen, die am Roboter gemessen werden. Das heißt, das ist das, was man sich im Forschungsprojekt dann zunutze gemacht hat. Diese hohe Datenqualität, die da quasi frei Haus durch die Programmierung mit der RPS schon geliefert wurde. Und dann kann ich da natürlich wunderbar drauf aufbauen und Machine Learning und Big Data Analyse und Deep Learning Ansätze und so weiter drauf loslassen, um meine Daten dann eben aussagekräftig zu interpretieren. In der LAR sieht das Ganze dann so aus. Die LAR ist ein wie gesagt, Datenbank-Backend. Mit einem webbasierten Frontend, da kann ich mich drauf einloggen auf diesem Frontend, kriege dann so ein Dashboard gezeigt, wo ich dann eigene Ansichten auf meine Daten drauf spezifizieren kann und aber auch gleich schon eigene Auswertungsalgorithmen darauf definieren kann. Also auch in der LAR gibt es einen großen Werkzeugkasten an Datenanalyse-Tools, um dann da zum Beispiel solche Epsilon-Schläuche, um meine Daten zu bilden, um dann, falls es einen Ausreißer gibt, der über diesen Schlauch hinausragt, mich informieren zu lassen per E-Mail, per Push-Nachricht, wie auch immer. Und ich habe auch Tools, um, wie gesagt, solche Trendanalysen und längerfristige Analysen zu machen. Und ich kann auch von der LAR direkt meine Programmstruktur wieder anschauen und kann dann sehen, ja, wenn ich jetzt die Spike Search durch eine Spiralsuche ersetzt habe, irgendwann im Laufe der Zeit, wie sich das dann auf die Endqualität von meinem Produkt oder auf die Laufzeiten auswirkt. Das steckt also alles jetzt in der LAR drin. Schauen wir auch da nochmal ein brandaktuelles Video an, was, glaube ich, nächste Woche auf YouTube hochgeladen werden wird. Da geht es darum, einen Ventilkörper zu entgraten von einem Schweißprozess, sind da innen drin noch Grate. Und das soll durch den Roboter entgratet werden. Es gibt auch wieder einen Kraftmomentensensor am Roboter und so eine Entgratspindel, die ist hier rechts im Bild zu sehen. Und der Roboter soll jetzt immer mit gleichbleibender Kraft einmal dieses Bauteil entlang der Spindel entlang führen. Und da damit dann eben innen drin den Grat entfernen. Das Ganze wurde mit der RPS wieder programmiert und mit der LAR dann optimiert und analysiert. Ich springe auch hier im Video ein bisschen vorwärts. Jetzt sehen wir einmal noch den Detailprozess. Also der Roboter schwingt auch noch sinusförmig, um die Werkzeugabnutzung möglichst zu optimieren. Und programmiert wurde das Ganze mit dem Cut-to-Path-Teil in der RPS. Also hier kann ich komplexe Roboterbahnen direkt aus den CAD-Daten von meinem Bauteil ableiten. Man klickt hier einfach die Bahn an, die Oberfläche, die man bearbeiten möchte und kann dann daraus Roboterbewegungen ableiten. Ich springe noch mal ein bisschen vor. Was da am Ende rausfällt, ist jetzt wieder ein Template und da drin sind jetzt die Constraints, die einmal den Roboter anweisen, eine Kreisbahn abzufahren und zum anderen aber auch ein Constraint, der den Roboter anweist, so zu regeln, dass er immer konstante Kraft orthogonal zur Tangente von dieser Bewegung aufbringt. Es visualisiert im Video durch diesen roten Pfeil. Roboter drückt also immer gleichbleibend gegen diese Schleifspindel. Und das ist auch mit der RPS wieder sehr, sehr schnell und einfach programmiert durch diesen CAD-to-Path-Teil. Ist das Ganze dann einmal auf dem Roboter gelaufen, kann ich wieder in die LAR wechseln, kann mir meine Daten dazu angucken, zweidimensional, dreidimensional, die Kräfte über die Zeit aufgetragen, die Kräfte über die Strecke aufgetragen. Gibt es also unterschiedlichste Ansichten drauf. Hier sehen wir jetzt einmal in 3D die Bahn des TCPs, also des Werkzeugs vom Roboter. Und was wir hier auch sehen, ist farblich hervorgehoben die Kräfte, die wirken. Und was man hier schon auf den ersten Blick erkennen kann, ist, dass da am Anfang noch das Ganze ziemlich hobbelig ist und da also eine Schwingung aufgetreten ist bei der Bearbeitung. Im Gegensatz dazu sieht man rechts im Bild eine schöne glatte Bahn. Das heißt, der Regler musste sich da irgendwie noch einschwingen, bis die Vibrationen dann weg waren. Und das ist nun was, das kann ich auch als Experte dem Roboter nicht ansehen. Also egal, wie gut ich da hinschaue, eventuell höre ich diese Vibration dann am Bauteil. Aber ja, viel schöner und einfacher ist, dass sich die Daten da in der LAR anzuschauen. Dann kann man vielleicht auch schon schnell sehen, wo man seine Reglerparameter noch nachtunen kann. Und dafür ist die LAR, wie gesagt, sehr, sehr wertvoll. Was wir jetzt im Video da noch sehen, ich springe nochmal kurz drüber, ist dann der zweite Durchlauf. Ein paar Reglerparameter angepasst und wir sehen, dass die Bahn auch jetzt dann hier von Anfang an wunderschön glatt ist.
Ja, das als Anwendungsbeispiel, wie es unsere Kunden nutzen. Die LAR, wie gesagt, auch hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt, also wieder wunderbares Beispiel für Technologietransfer. Und damit kommen wir dann schon zum Blick in die Zukunft, zu unserem InnoLab bei Artiminds. Das ist also unsere hausinterne Forschungsabteilung sozusagen. Da betreiben wir Forschung und Entwicklung meistens im Rahmen von geförderten Forschungsprojekten. Ich meine, wir sind immer noch eine recht kleine Firma. Dementsprechend sind wir da sehr froh, dass es solche Fördermaßnahmen gibt von der EU, vom Bund. Und da sind wir sehr häufig mit dabei. Und in unserem InnoLab decken wir also von der Grundlagenforschung bis zur anwendungsorientierten Programmierung oder Forschung eigentlich alles ab. Haben uns da auch schon ein großes, starkes Netzwerk aus Partnern aus der Industrie und der Forschung zusammengesucht. Das wird auch ständig erweitert. Ja, also passt auch perfekt zum Stichwort Technologietransfer. Hier ist unsere Roadmap, zeitlich jetzt von unten nach oben. Den unteren Teil können wir eigentlich schon Haken dran machen, denn die einfache Programmierung haben wir ja mit der RPS quasi schon erreicht. Auch wenn da ständig dran weiterentwickelt wird, ist da die Grundlage auf jeden Fall schon sehr, sehr fest. Auch in Richtung Optimierung haben wir schon einiges getan. Also es gibt jetzt auch inzwischen schon den Rückfluss, dass man in der LAR, wenn man Optimierungspotenzial sieht, auch direkt in der LAR schon Parameter optimieren kann, die dann direkt zurückfließen in die RPS, um das Roboterprogramm direkt anzupassen und zu optimieren. Also auch da sind wir schon recht weit, auch wenn es noch nicht im Produkt gelandet ist. Aber was dann als nächstes kommt, ist eine vollautomatische Anomaliedetektion. Das heißt, wir wollen dem User noch mehr abnehmen. Er muss dann seine Filter und seine Analysen gar nicht mehr selber schreiben, sondern wir möchten ihm da schon konkrete, bessere Vorschläge unterbreiten, wie er denn seine Daten vielleicht analysieren könnte. Und das geht dann letztendlich in Richtung Predictive Maintenance. Das heißt, wir wollen Trends erkennen und wir wollen auch schon direkt möglichst Schwellen festlegen, wann dieser Trend denn sich ins Schlechte wendet, um dann da schon, bevor wirklich was passiert, Tipps zum Eingreifen geben zu können. Und großes Ziel, längerfristiges Ziel ist wieder zurückzukommen zu den Ursprüngen der Firma, nämlich zu diesem selbstlernenden Programmiersystem. Zwar nicht durch Vormachen, aber durch sehr intelligente Assistenzsysteme, die einen dann beim Programmieren der Roboteranwendung unterstützen. Und vielleicht nur aus einer ganz abstrakten Problembeschreibung dann schon passende Vorschläge machen können, wie man das dann in ein Roboterprogramm überführen könnte. Ja. Ich hatte es schon erwähnt, ein umfangreiches Netzwerk an Forschungspartnern, auch international aufgestellt. Da kommen demnächst auch noch französische Partner dazu. Im Moment ist die Universität aus Seoul noch mit dabei und sehr viele namhafte Forschungsuniversitäten und Hochschulen hier aus der Region, aber auch von weiter weg. Ja, ich schaue kurz auf die Uhr. Ein paar Minuten habe ich noch. Verfolgt wird die Vorentwicklung, die Evolution neuer Technologien mit dem Ziel, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in unsere Produkte möglichst übertragen können. Natürlich ergeben sich in dem Rahmen auch immer wieder sehr, sehr spannende Abschlussarbeiten. Und ja, das Ganze unter dem Stichwort Technologietransfer von der Forschung in die Anwendung. Ich möchte vielleicht noch ein oder zwei Projekte hier kurz hervorheben. Das eine läuft aktuell, das ist Holly Cares. Da versuchen wir mit Anwendungspartnern im klinischen Bereich die Robotik auch in die Pflegeeinrichtungen zu bringen. Also wir machen uns da nichts vor, wir wollen nicht direkt mit dem Roboter pflegen, aber wir wollen durch den Roboter das Pflegepersonal von Standardaufgaben entlasten. Und was Artiminds in dem Kontext betrachtet, ist die Handhabung von deformierbaren Teilen mit dem Roboter. Also es ist auch in der Industrie eine sehr relevante Fragestellung. Man stelle sich irgendwie Dichtungsgummis oder irgendwelche anderen deformierbaren Materialien vor, die der Roboter fügen soll. Und dafür muss er sie sehr exakt greifen an vorher definierten Positionen, auch wenn sich das Bauteil an sich verbogen hat. Und das ist das, was wir uns auch in Holly Cares angucken. Da hat ein inzwischen Kollege eine sehr, sehr spannende Abschlussarbeit dazu geschrieben, wo er hier hochdimensionale Optimierungsprobleme gelöst hat. Vielleicht kurzer Blick in seine Abschlusspräsentation. Ich springe auch direkt in die Ergebnisse mal rein. Also es geht hier im Beispiel darum, so ein verbiegbares, dreibeiniges Gummiteil wiederzuerkennen und darauf einen Greifpunkt wiederzuerkennen. Und hier sehen wir jetzt einmal in Blau das Modell von diesem Teil und dann in Gelb aktuelle Sensordaten. Also der Roboter nimmt jetzt eine neue Aufnahme. Entschuldigung, es ist andersrum. Gelb ist das Modell, blau sind die Aufnahmen. Und man sieht, dass sich jetzt das Modell eben auch verbiegt und den Aufnahmen anpasst. Und damit ist der Roboter dann auch in der Lage, Punkte auf diesem Objekt
zielgerichtet wieder anzufahren, dazu zu packen, irgendwas zu tun. Und ja, das ist so ein Beispiel aus der aktuellen Forschung. Wir sehen es auch hier mit dem Roboter nochmal. Es wird also ein Punkt hier angefahren auf dem einen Bein. Und auch wenn ich das Ganze jetzt verbiege, man sieht so einen ganz kleinen Punkt hier drauf, den sieht der Roboter nicht. Also der Roboter muss das anhand des Gesamtbildes wiederfinden. Dann sieht man, dass auch wenn das Ding verbogen ist, der Roboter sehr exakt diesen Punkt wiederfindet. Das ist also wirklich brandheiße Forschung. Das wurde auch gerade auf der renommiertesten Robotikkonferenz vorgestellt, was da passiert ist. Also wir sind da auch durchaus dabei, unsere Dinge wieder zu publizieren. Enden soll das Ganze dann natürlich auch wieder in der industriellen Anwendung. Hier haben wir schon mal ein Beispiel, wo der Roboter einen Pneumatikschlauch in einen Verteiler steckt und das Ganze über einen Laserscanner gesteuert. Das heißt, der Roboter passt sich da der Verbiegung des Schlauches an und egal wie dieser Schlauch jetzt schon gebogen ist am Anfang, schafft es der Roboter, den Schlauch in dieses Ventil oder in diesen Verteiler reinzustecken. Also auch da wollen wir in Zukunft noch viel tun in Richtung 3D-Datenverarbeitung. Ja, letztes Projekt, Projekt Ilias, auch ein Forschungsprojekt, auch vom BMBF gefördert. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil es eben auf die längerfristige Forschung abzielt. Da versuchen die Kollegen, eine andere Art der Roboterprogramme, Repräsentation, nämlich sogenannte Shadow Programs, das sind differenzierbare Darstellungen der Roboterprogramme. Und das ist dann, bildet dann die Grundlage, um die Roboterprogramme direkt als Lernmaterial in tiefe neuronale Netze reinzustecken und da Interferenzlernen durchzuführen, um dann in Zukunft Programmparameter und aber auch ganze Programmdurchläufe und Abläufe dann durch KI-Algorithmen automatisch erstellen zu können. Aber wie gesagt, das ist im Moment noch eher bei der Grundlagenforschung einzuordnen. Aber auch da machen wir tolle Fortschritte. Ja, damit wäre ich am Ende. Nochmal zusammengefasst. Artiminds bietet zwei Software-Suiten, die Robot Programming Suite, um Roboter zu programmieren und in Betrieb zu nehmen. Und auf der anderen Seite die LAR, die Learning and Analytics for Robots, um dann den laufenden Betrieb zu analysieren und Parameter zu optimieren. Und beide sind eben aus tollen Forschungsprojekten hervorgegangen und genau das wollen wir in Zukunft auch mit unserem InnoLab weiter so leben hier bei Artiminds, um weiter an der vordersten Front der innovativen Unternehmen mitmischen zu können. Ja, und damit bin ich am Ende und freue mich jetzt auf die Fragen. Vielen Dank, Andreas. Großartig, ich bin immer wieder überwältigt, wie spannend das ist. Ich glaube, ich hab den falschen Beruf. Ich glaube, ich muss es so reinkommen. Das ist echt beeindruckend, wie schnell das bei euch geht. Oder was wir expandieren, also du bist willkommen, jederzeit. Wir haben zwei Fragen, beide von Caro. Und tatsächlich auch sehr schön aufgeteilt, weil die eine zur RPS und die andere zum LAR ist. Kommen wir zur ersten Frage. Wird bei der RPS auch Physik, Schwerkraft, Belastung in ETC simuliert? Nachvollziehbare Frage, hören wir natürlich auch öfter. Ich muss aber leider sagen, dass in der Standard-RPS die Physiksimulation nicht beinhaltet ist. Was wir allerdings machen, ist, dass wir die RPS auch anbinden können an andere Simulatoren. Und das machen wir auch tatsächlich im Rahmen von Forschungsprojekten immer wieder, dass wir also externe Physiksimulatoren noch für die RPS einspannen, um dann auch damit zu lernen und Dinge zu simulieren. Und das ist auch das, was zum Beispiel in diesem letztgenannten Projekt Ilias noch passiert, dass der Roboter dann tatsächlich auch merkt, wenn ihm was aus der Hand fällt oder wenn er irgendwas umschmeißt, weil nur darauf basieren können wir dann eben auch die ganzen Machine Learning Verfahren anwenden. Also in der Endanwenderversion der RPS leider keine Physik drin, in Forschungsprojekten schon. Das müsste ja Karos Frage eigentlich beantworten. Vielleicht nicht zur Zufriedenheit, aber beantwortet ist sie. Kommen wir zur zweiten Frage. Kann ich bei der vielleicht noch einen Satz hinterhergeschoben. Entschuldigung. Was wir nämlich auch noch haben, wir sind auch angebunden an Process Simulate von Siemens, ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Simulationsframework, um ganze Produktionsstraßen zu planen. Und da steckt auch die RPS drin oder da kann man auch die RPS reinstecken. Und Process Simulate hat auch durchaus Physiksimulationen und auch Festkörperphysik und so weiter mit drin. Das heißt, wenn es in die Richtung gehen soll, dann haben wir da auch wunderbare Möglichkeiten, das Ganze dann im Rahmen von Siemens Process Simulate mit der RPS durchzuführen.
Das dürfte auf jeden Fall reichen. Zweite Frage: Kann ich bei der LAR auch eigene Diagramme und Achsen definieren oder wähle ich aus einem festen Set aus? Ich bin jetzt leider nicht der perfekte Ansprechpartner für die LAR, aber es würde mich sehr wundern, wenn ich das nicht selber definieren könnte. Also die LAR ist eigentlich auch so flexibel, da kann ich so viel einstellen, dass ich mit Sicherheit auch meine eigenen Achsen definieren kann und auch eigene Diagrammtypen definieren kann. Da würde ich gerne an meinen Kollegen Darko Katic verweisen, der auch bei LinkedIn zu finden ist. Der ist der Entwickler hinter der LAR, der Teamleiter. Der kann das mit Sicherheit noch viel, viel umfangreicher beantworten, aber ich sag mal, das funktioniert. Also vielleicht der Hinweis an Carlo, wenn das tatsächlich, wenn du noch weitere Informationen dazu haben willst, wende dich direkt an Andreas, der kann dich wahrscheinlich dann an Darko weiterleiten, oder du wendest dich direkt an Darko oder auch an uns. Wir leiten das auch sehr gerne weiter. Das kommt auf jeden Fall an, genau. Also wir bieten in der LAR auch ganz viele Presets und machen da, wie gesagt, gute Vorschläge, was man denn da nutzen könnte. Aber ich bin auch überzeugt, dass man auch eigene Diagrammtypen definieren kann. Die letzte Frage von Thomas. Gibt es eine Entwicklung im Bereich Schweißen? Ja und nein. Also wir sind ja Software. Eine Softwarefirma. Das heißt, wir schweißen gar nicht selber, aber wir haben jetzt keine Sonderfunktionen bisher, die speziell aufs Schweißen abzielen. Was wir aber haben, ist genau dieses CAD-to-Path. Und da kann ich dann auch meine Schweißbahnen durch externe CAD-Programme schon vielleicht definieren oder wenn die in meinem CAD-Modell schon drin sind, die Füge stellen, wo ich dann schweißen möchte, dann kann ich die auch in dem CAD-to-Path anklicken. Und wir haben eine sehr offene Sensorschnittstelle. Das heißt, wenn ich jetzt dann vielleicht so ganz abgefahrene Sachen machen möchte, wie mit einem speziellen Schweißsensor noch die Schweißnahtgüte während der Laufzeit prüfen und optimieren möchte, dann finden wir dafür auch Mittel und Wege und Schnittstellen. Aber wir haben jetzt noch keine speziellen Schweißtemplates, sage ich mal. Aber wir können mit den ganzen Templates, die wir schon haben, die eben Trajektorien abfahren, auch durchaus Schweißen abbilden. Soweit ich weiß, gibt es auch den einen oder anderen Kunde, der das macht. Aber wie gesagt, es gibt keine speziellen Schweißfunktionen in der RPS. Hört sich aber so an, als ob es nicht allzu komplex ist für euch umzusetzen. Wir wissen, dass Schweißen ein sehr komplexes Problem ist, dass man nicht einfach nur sagen kann, es reicht da eine Bahn abzufahren, dass es da tausende Parameter gibt, die zu beachten sind. Ja. Ist wahrscheinlich auch nicht der erste Kunde, der mit so einer Frage um die Ecke kommt. So ist es. Thomas, wenn du noch weitere Fragen hast oder wenn du da noch detailliertere Infos haben willst, auch für dich der Hinweis, wende dich gerne direkt an Andreas. Andreas ist da dein Mann dafür. Wenn er sie nicht selber beantworten kann, die Fragen, leitet er das intern weiter. Und es gibt auf jeden Fall jemanden bei Artimainz, der dir diese Frage beantworten kann, und du bist da in guten Händen. Wir finden Lösungen, ja. Perfekt. Andreas, vielen Dank. Alles weitere, was jetzt noch an Fragen reinkommt, leite ich an dich weiter. Wie gehabt, auch nochmal der Aufruf an alle Teilnehmenden. Fragen gerne weiterhin stellen. Sie werden beantwortet, nur nicht direkt, sondern sie werden dann weitergeleitet und an die entsprechenden Fachpersonen delegiert. Ich freue mich drauf, ja. Andreas, wir gehen weiter. Ich gehe zum Laden, zu unserem nächsten Vortrag, damit wir ein bisschen Zeit im Blick haben. Danke Ich fürs Zuhören. danke dir bei dir vielmals. Schön, dass du nochmal Tschüss. dabei warst. Sehr gerne. Andreas, schönen Nachmittag noch. Mach's gut.